Gloria Morena aus Otterstadt würde ihren Sohn gerne gegen Corona impfen lassen. Doch Noel, 7 Jahre, hat weder eine Vorerkrankung noch Kontakt zu Risikopatienten. Eine direkte Impfempfehlung gibt es für ihn von Seiten der Ständigen Impfkommission deshalb nicht. Gloria Morena ist verunsichert. Ich glaube, jeder fühlt sich ein bisschen alleine gelassen und jeder sollte wahrscheinlich im besten Fall nach seiner Intuition entscheiden und handeln. Und die Aufklärung insgesamt ist, glaube ich, schon ein bisschen zu wenig. Vor allem Kinderärzte wie Lothar Maurer aus Frankenthal sollen die Aufklärung seit dieser Woche vermehrt übernehmen und impfen. Also gestern haben wir mit 2 Ampullen, also mit 20 Kinderimpfungen angefangen. Wir haben 300 Dosen bekommen, die werden wir bis 7. Januar verimpft haben. Problem ist, dass wir ja erst im Januar wieder die nächste Charge bekommen. Viele andere Arztpraxen können aktuell noch nicht impfen, es fehlt am Impfstoff. Lothar Maurer hat als einer der wenigen schon ausreichend Impfstoff parat. Trotzdem, viele Eltern fragen sich, Kinder impfen ja oder nein? Einerseits kann es Nebenwirkungen wie Fieber oder Husten geben, andererseits erkranken 5- bis 11-Jährige meistens nicht schwer, oder? Da gab es vor 2 Tagen eine sehr interessante Veröffentlichung der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC. Wir haben in den USA 5 Millionen Kinder zwischen 5 und 11 geimpft, haben so gut wie keine relevanten, wirklich erwähnenswerten Nebenwirkungen gehabt, außer ein bisschen Fieber, Müdigkeit oder ein paar Schmerzen an der Einstichstelle. Auch die erwarteten, häufigeren, leichten Herzmuskelerkrankungen haben wir auch in der Altersgruppe nicht gesehen. Insofern gilt es darum, möglichst schnell erkrankte oder vorerkrankte Kinder zu schützen. Die STIKO hat hinsichtlich Kinderimpfung bisher nur eine Empfehlung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen ausgesprochen. Die STIKO hat sich die Zahlen angeguckt, wie stark die Krankheitslast in dieser Altersgruppe zwischen 5 und 11 Jahren ist. Und wir haben festgestellt, dass von schweren Erkrankungen besonders betroffen sind die, die schon Vorerkrankungen haben, die übergewichtig sind. Und das war der Hauptgrund, die Empfehlung einer Impfung für diese Altersgruppe zu geben. Gloria Morena hat Angst davor, dass ihr Sohn Noel ohne Impfung irgendwann auch Kontakteinschränkungen haben könnte. Das will sie unbedingt vermeiden. Am besten mit einer Impfung für ihr Kind.